So, wir haben jetzt hey, hier übrigens... Wichser! Alles sauber, mach den Strom an. Ganz viele Sachen, die wir einsammeln können. Und da wird uns auch immer was erzählt. Ich sammle die einfach mal ein. Wir hören uns das nebenbei mit an. Oder auch nicht. Ich weiß immer nicht, wie viele Sachen davon wichtig sind. Ja, und wir gucken. Wenn es zu viel wird, machen wir es aus. Wie ich schon dreimal gesagt habe, wiederhole mich. In unserer heutigen Episode von The Upload sprechen wir darüber, wie Bagley es geschafft hat, London zu erobern. Eins meiner Lieblingsthemen. So, wenn ich jetzt das nächste mitnehme... Ja. Warte mal. Ich kann das doch irgendwo ausstellen, oder? Dass die... Draußen fährt gerade ein Auto lang. Das ist ein bisschen laut. Dass die nicht automatisch loslaufen, oder? Ist das diese Lautstärke hier? Ist das die Chat-Lautstärke? Ach, keine Ahnung. I don't know. Korrekt, ja. Ranch Sim ist ein anderes Level. Aber ich finde, ich habe das gut gemacht. Ich bin jetzt nicht angefahren. Ich habe niemanden verletzt. Ich habe niemanden aus dem Auto gezogen. Ich drücke E. Ich drücke E. Cool. Funktioniert gerade mit dem E und so. Cool. Gehen wir erst looten. New Skies, ein Spiel. Ego Arcade Adventure erzählt die Geschichte eines Soldaten, der an einem Angriff der Menschen auf den Mars teilnimmt. Das Spiel war ein gewaltiger Flop, deswegen... Cool, was ist das? Heute bei The Upload. Wir und guck, was wir jetzt kriegen. Die Schweinsmaske. Okay, wir gucken mal, ob wir jetzt E drücken können. Da, wo wir E drücken sollen. Okay, mir geht das richtig auf den Keks gerade mit diesem Podcast da die ganze Zeit. Wir gucken dann mal, wie oft das passiert, kommt, wie wir davon einsammeln können. Jetzt geht's. Spiel durchgespielt, ja. Schweinsmaske. Halt. Keine DedSec-Registrierung erkannt. Identifiziere dich oder ich verriegle die Ausgänge, hacke deine Optik und lese dir jede Mail vor, die du jemals besoffen verfasst hast, bis du elendig verhungerst. Hey, beruhig dich mal. Kein Grund, fies zu werden. Sabine schickt mich. Sabine lebt. Das ist eine gute Nachricht. Ich bin Bagley, DedSecs definitiv nicht gestohlener, fortschrittlicher KI-Assistent. Und ich war wohl ein paar Monate außer Betrieb. Warum verbindest du mich nicht mit dem DedSec-Netzwerk, damit ich mächtiger werde, als du dir überhaupt vorstellen kannst? Ich meine, damit ich rausfinden kann, was ich verpasst habe. Okay. Verbinde dich. Ich bin wieder im Netzwerk. Lade unsere Datenbanken und Nachrichtenarchive runter. Oh, oh nein. Terrorgruppe DedSec verantwortlich für Bombenanschläge in London? Dalton Wolf ist tot? Da lasse ich euch eine Sekunde allein und ihr verkackt es sofort. Bagley, wer hat DedSec die Bombenanschläge angehängt?
Ich habe eine Erinnerungslücke, nachdem Dalton... Na gut, seien wir ehrlich, nachdem ich die Bombe beim Parlament entschärft habe. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, nachdem ich offline war. Bisher kann ich nur sagen, dass eine unbekannte Hackergruppe namens Zero Day beteiligt war. Ich glaube, Zero Day hat die Anschläge geplant und DedSec die Schuld in die Schuhe geschoben. Komm zu meinem Terminal. Sabine bittet um einen Videoanruf. Bin schon da. Verbinde jetzt mit Sabine Brandt. Ich schlage vor, du hörst dir gut an, was sie zu sagen hat. Da bist du ja. Schön, dass du hier bist. Bagley. Gott, es tut gut, deine nervige Stimme zu hören. Ist dein Speicher intakt? Nicht annähernd. Die letzte Aufzeichnung ist die Razzia im Hauptquartier. Meine einzige Spur ist eine Gruppe namens Zero Day. Klingelt da was? Nein. Aber die Angreifer beim HQ waren Männer in Schwarz. Dieselben wie beim Parlament. Vielleicht Komplizen. Wir hatten keine Chance. Sie schossen alles, kurz und klein. Bisher, als du aussiehst. Kaum zu glauben, dass du noch lebst. Ich floh durch die Kanalisation nach Camden. Ein Kontakt brachte mich aus der Stadt und seitdem habe ich mich im Norden versteckt. Sehr klug. Dein Profil ist im städtischen Überwachungssystem als vorrangiges Ziel markiert. Schon bei einer Teilidentifizierung würde man dich sofort erschießen. DedSecs Ruf in London ist echt total im Arsch. Selbst unter Anarchisten. Wenn jemand rauskriegt, dass ich mit euch arbeite. Hör zu, wenn jemand die Risiken kennt, dann ich. Ich habe alles und jeden verloren. Am Ende sieht es so aus. London ist auf dem Weg zur Hölle. Und wenn DedSec das nicht ändern kann, glaub mir, dann kann's keiner. Die Stadt braucht einen Widerstand. Und er beginnt mit dir. Was sagst du? Scheiß drauf. Wir haben was zu tun. Großartig. Neuer User registriert. Willkommen bei DedSec. Es wäre unverantwortlich von uns, dich nackt und schutzlos in die Welt rauszuschicken. Du findest im Versteck Ausrüstung, die für deine DedSec-Arbeit unerlässlich ist. Hier draußen bellt gerade die ganze Zeit ein Hund bei mir. Gemüse ist geschnitten, kocht jetzt auf dem Herd. Ist das schon mal was? So, Technikpunkte sind für Upgrades da und wir können neue Technik halt kaufen und müssen das dann rüsten. Ich finde es übrigens super interessant in dem Spiel. Es hat ja jeder Agent, den du rekrutierst, hat ja eine andere Stimme. Das heißt, in diesen ganzen Cutscenes, die es gibt, kann es ja rein theoretisch sein, du hast... Da können ja 40 verschiedene Personen quasi in diesen Cutscenes vorkommen. Die müssen alle eine andere Stimme haben. Ich will gar nicht wissen, wie viele Synchronsprecher die gebraucht haben, um diese ganzen verschiedenen Stimmen einzusprechen. Okay, wir sollen Punkte ausgeben. Wir kaufen natürlich erstmal hier die Spider-Bot. Die gefällt mir nämlich. Damit können wir uns rein theoretisch unsichtbar machen. Naja, wir nehmen Spider-Bot. Ja. So, und dann muss ich das noch ausrüsten. Okay. Boah, diese blauen Punkte, das macht mich ja alle. Oh. Wir haben eine ausgeklügelte Methode, um deine Identität vor der Gesichtserkennungstechnologie zu verbergen. Man nennt sie Maske. Und wenn wir schon hier sind, könntest du auch deine Garderobe etwas auffrischen. Ich meine, schau dich doch mal an. Ausgeklügelte Technologie, eine Maske. Okay.
Wir nehmen die. Ich habe aber so klamottentechnisch noch nichts weiter. Oh Gott, muss ich jetzt überall erst die Punkte wegmachen? Chat, ich muss kurz die grünen Punkte wegmachen. Sonst sehe ich ja irgendwann nicht, wenn wir was Neues haben. Kaffee versteht das. Für den Monk. Okay, grüne Punkte sind weg. Wir haben unsere Maske ausgesucht. Was ist das hier eigentlich? Ach so, das sind unterschiedliche Läden, die wir freischalten können. Und dann haben wir dann unterschiedliche Klamotten. Du hast jetzt all das schicke neue Spielzeug. Aber es ist auch wichtig, die Grundlagen zu kennen. Du musst lernen, wie man zuschlägt und wie man einsteckt. Albion dreht durch, wenn du mit einer Waffe ankommst. Die knallen dich gnadenlos ab. Wir wollen Kollateralschäden vermeiden. Bei Dead Sec benutzen wir Waffen nur im äußersten Notfall. Hast du schon Connie Robinson getroffen? Ihr gehört der Pub. Sie ist ein alter Dead Sec-Kontakt und eine ausgezeichnete Amateurboxerin. Geh zum Übungsring, dann zeigt sie dir, wie du dich behauptest, wenn dich jemand verprügeln will. Okay, so, und jetzt sind wir an dem Punkt, bis hierhin habe ich immer gespielt und dann nicht weiter. Also das Training im Boxring habe ich noch nie gespielt. Das heißt, ab hier ist jetzt für mich das Spiel auch neu. Jetzt geht's also richtig los. Jetzt stelle ich mich richtig blöd an. Ich komme gleich runter, kann das Training brauchen. Mit einfachen Schlägen an. Sei nicht schüchtern. Schlag zu. Du musst unter meinem Block durch. Finde meinen Schwachpunkt. Du lernst schnell. Jawohl. Okay. Und jetzt Fußarbeit. Du musst Abstand gewinnen. Ja, guter Schlag. Besser hätte ich's auch nicht gekonnt. Was flackert das so? Sag einmal. Geschafft. Aufregend. Sehr aufregend. Eine Fähigkeit musst du noch lernen. Die Kontaktpflege. Der Rest deines Teams ist da. Warum plauderst du nicht ein bisschen? Oh, sozialisieren. Hallo, Team. Willkommen im Widerstand. Perfekt. Jetzt werden wir die Bastarde bloßstellen, ja? Okay, Lawrence. Hi. Krass, ich kann nicht glauben, dass wir hier sind. Irgendwie schräg. So völlig ohne Test oder so. Zu spät. Learning by doing ist doch immer das Beste. Mir fällt gerade auf. Nachdem ihr jetzt dicke Cyberfreunde seid, würde Sabine gerne mit euch sprechen.
Wir heißen Lauren. Und das da hinten ist Lawrence. Und das ist Ellen. Ja, Lauren und Lawrence. Ist mir gerade nur aufgefallen. Gute Arbeit, Team. Es ist schön, dass sich das Versteck endlich wieder füllt. Der einzige Weg, um London vor der totalen Unterdrückung zu retten, ist der Wiederaufbau des Widerstands. Wir müssen rekrutieren, trainieren und unser Arsenal auffüllen. Die Leute warten darauf, aufzubegehren und ihre Stadt zurückzuholen. Wir müssen ihnen nur zeigen, dass DedSec auf ihrer Seite kämpft. Bin dabei. Prügeln wir endlich diese Faschisten aus London raus. Vergessen wir nicht die Söldner, die auf den Straßen wüten. Sie haben die Stadt an den Eiern. Und Clan Kelly nutzt die Gelegenheit voll aus. Wir müssen was unternehmen. Wahr, aber denkt dran, dass da noch diese Zero-Day-Hacker-Gruppe ist. Sie haben DedSec schon einmal besiegt und sie werden es wieder versuchen. Ich glaube, dass sie die Anschläge verübt und DedSec beschuldigt haben. Mit eurer Hilfe werde ich der Sache auf den Grund gehen. Dann haben wir viel zu tun. Genug geredet. Befreien wir London. Erster Punkt auf der Liste, der Signals Intelligence Response Service oder SRS oder die Earl Grey Gestapo hat eine Überwachungstechnologie namens AR-Rekonstruktion entwickelt, modernste Verletzung des Rechts auf Privatsphäre und genau deshalb eventuell sehr nützlich, um Zero Day zu finden. Was ist das? Das ist ja lustig. Ein Foto gemacht. Also, ich muss sagen, hier, die Stimme von Ellen war gerade sehr schrill. Ich hoffe, die redet nicht so viel, wenn wir dann mit ihr spielen. Jetzt bleiben wir erstmal Lauren. Und gehen mal nach London. Wir gehen raus in die weite Welt. Wir müssen Schadensbegrenzung betreiben, wenn wir nicht als ein Haufen brutaler Schläger dastehen wollen. Ich überlasse es ganz dir, wie du auftreten willst, aber denk dran, du repräsentierst jetzt DedSec. Wir sind betrunken. Das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Das ist inakzeptabel. Wir sind gerade ein bisschen betrunken, Chat, und spielen jetzt betrunken Darts. Ziel beim Dart ist es 0 Punkte. Oh nee, dann nicht so eine ganze Runde. Ich will bloß einmal werfen. Ne, das machen wir ein andermal. Das werde ich mir nicht gefallen lassen. Sag mal. Wir könnten die alle rekrutieren. Ich weiß aber nicht, wie groß unser Team maximal sein darf. Ich bin auch dafür, dass wir hier so jemanden noch mit ins Team aufnehmen. Der kennt sich vielleicht in der Kanalisation aus. Scheiße, verpiss dich, ja? Ich habe was Wichtiges zu erledigen. Okay, ich glaube, wir müssen dann irgendwie Aufgaben für die erfüllen oder so. Gabe Chow hatte eine ganze Menge Spielschulden bei Clan Kelly angehäuft. Seltsamerweise hat er aber die finanzielle Hilfe seiner Freundin Maria Parker ausgeschlagen. Sprich mit der Freundin und vielleicht hat sie eine Erklärung für das Verhalten von Gabe. Wir machen heute erstmal Hauptmission.
Es geht bestimmt nicht ins Auge. Nee, betrunken Dart spielen ist immer eine gute Idee. Potenzielle Rekruten. Und weniger Schaden. Weiß ich trotzdem noch nicht, wie viele Agenten ich insgesamt haben kann. Oder hab ich immer nur drei und muss dann einen anderen rausschmeißen? Neue Mission. London befindet sich im Ausnahmezustand. Von nicht notwendigen Aktivitäten. Mal gucken. Mission gestartet. Der Aufbau einer Widerstandsgruppe erfordert Agenten mit besonderen Fähigkeiten. Technisches Wissen, Waffengeschick und körperliches Training sind allesamt wertvoll. Beim Bärnackelboxen findest du Leute, die ordentlich austeilen können oder einstecken. Besiegst du alle Gegner in einer Arena, kannst du dich ihrem Spitzentalent stellen. Beweise deine körperliche Überlegenheit, vielleicht hat DedSec dann bald ein neues Mitglied. Das liegt sicher an euren Primateninstinkten. Okay. Neue Nebenmission. Verzeichnet im letzten Jahr einen Rückgang. Hier ist gerade unser Lawrence. Hier gibt es einen Technikpunkt zu holen. Wir müssen uns mal kurz angucken. Was ist das hier? Textdatei. Das sind dann wahrscheinlich die Kopfhörer, die wir sammeln können. Da ist Geld. Eto ist Geld. Weise sammeln. Bärnackel-Liga ist hier hinten. In Chinatown. Was ist Parcel Fox? Uniformierter Zugang für Albion. Achso, ich könnte jetzt quasi hier schnell Reise hinmachen, wenn ich jetzt Agentenwechsel drücke. Verstehe ich das richtig? Nee, wir fahren mal ein bisschen Motorrad. Vielleicht entdecken wir unterwegs noch was Schönes. Guckt das London Eye. Machen wir mal Stadtrundfahrt. Das war knapp. Oder muss ich die Mission dann mit dem anderen Agenten machen, wenn es mit denen auf der Map anzeigt? Ja, wir werden es erfahren. Oder war ein Böser? Okay, Motorradfahren ist cool. Das ist besser als Autofahren. Wir sind jetzt in Camden. Chat, wart ihr schon mal in London? Warte, bin da. Wenn du überfordert bist oder eine Verschnaufpause brauchst, kannst du jederzeit deine neuen Teammitglieder bitten, einzuspringen. Du hast die Wahl. Das ist der Vorteil, wenn man zusammen und nicht allein arbeitet. Okay, also wenn ich jetzt gerade irgendwie verletzt bin und so, kann ich einfach jemand anderen vorschicken. Speckbiete.
sind gefährlich und sind auf der Minikarte markiert. Eindringlinge werden bei Sichtkontakt unmittelbar angegriffen. Drücke V, um ein Gebiet zu scannen und Möglichkeiten zum Kundschaften aufzudecken. Kapere entdeckte Kameras und Drohnen, um ein Gebiet auszukundschaften, oder verwende Fallen. Gehe heimlich vor, um Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Drücke M, um in die Hocke zu gehen. Captains rufen Verstärkung, wenn sie dich entdecken. Versuche, sie vorher auszuschalten. V. Bin da. Theoretisch sollte es mir die AR-Rekonstruktion ermöglichen, Überwachungsdaten aus verschiedenen Quellen zu nutzen, um vergangene Ereignisse nachzustellen. Greife auf ein Datenrelais zu, dann kann ich die Metadaten für dieses Gebiet abrufen. Kamera nützt mir jetzt nicht so viel. Wenn ich hier in die Richtung gucken. Oder? Was soll ich suchen? Was ist ein Datenrelais? Machen wir erstmal Stunk, indem wir deine Falle scharf schalten. Ist das das, was ich machen sollte? Muss sie alle töten? Soll das so sein? Warum kriegt sie keinen Schlag? Okay, warte, der hat das hier wieder angemacht. Okay, wir machen das dann mal aus. Nee, da komme ich immer noch nicht rein. Kann ich nicht meine Spinne losschicken? Aber die kommt ja auch nicht durch das Rote da. Hä, warum hat sie die Maske aufgesetzt? Was habe ich gedrückt? Ist überhaupt nicht auffällig. Aber die Spinne kommt doch dort auch nicht durch, oder? Probieren es einfach. Kann ich speichern? Das war's. Dann testen wir mal diesen feuchten Traum der Autokraten. Cool, es ist nur Alarm an. Ich kenne das Gebiet. Da müssen wir hin. Haben wir Fallen? Noch? Bereich gesichert. Rücke vor. Wird mich schon niemand draußen entdecken, oder? Oh, hier hätten wir rein können. Oh. Zwei Personen kommen, meldet euch.
Warte mal, wir haben doch irgendwo eine Tür aufgemacht. Haben wir hier eine Tür aufgemacht? Ach ja, was war es denn? Ich wollte gerade nachts das Pub verlassen, als ein Mann. Wie kann ich die Maske absetzen? Ich renne hier gerade mit Maske rum. Oder setzt sie das automatisch auf? Setzt sie die Maske automatisch auf? Na, wo ist denn unsere Spinne? Ist die hier irgendwo? Schießen ist ja nicht verboten. Vielleicht ist das wie ein Payday. Ja, aber ein Payday kann ich ja selber entscheiden, wann ich meine... wann ich die Maske anziehe, oder? Wollen wir einfach schießen? Cool. Fast als würde man die Geister der Stadt heraufbeschwören. Genau, diese supercoole Technologie, die ich haben will, brauchen wir unbedingt, um Zero Day zu verfolgen. Scheiße, ich kann sie nicht auf unsere Server klonen. Okay, greif hier auf das Netzwerk zu, dann finde ich schon raus, wo wir sie herkriegen. CTOS Hub lokalisiert. Ich weiß gerade noch nicht so richtig, was ich mache. Irgendwas mache ich. Aha, der SARS setzt diese Technologie in seiner Zentrale ein. Und ich habe jetzt das Handbuch, wie man das System einrichtet. Und jetzt verschwinde. Wie willst du ihr Spielzeug stehlen, wenn du in einem ihrer Gulags hockst? Was müssen wir tun, um an diese AR-Rekonstruktionstechnologie zu kommen? Das Programm ist auf einem Server auf dem Dach der SARS-Zentrale. Du musst ihn dir einfach nur schnappen und in ein paar Ballungsräume bringen, damit ich neu auf das DedSec-Netzwerk kalibrieren. Kann ich bitte die Waffe ablegen? Meine eigene Version klonen kann. Ah, okay. Cool. Und die Aufgabe, hol den Server vom Dach, soll ich dann mal so nebenbei erledigen, oder? Wir brauchen jemanden mit Zugriff auf eine Fracht- oder Baudrohne, die ihn da runterfliegen kann. Die perfekte Gelegenheit, ein echtes Schwergewicht zu rekrutieren. Okay, weißt du, wo ich dieses Schwergewicht finde, Bagley? Dann strengen wir mal unsere Gehirnzellen an. Also, wer hat denn in London Zugriff auf eine Baudrohne? Vielleicht jemand, der beim Bau arbeitet? Ach ja? Vielen Dank auch, Bags. Das war doch nicht so schwer, oder? In der Nähe ist eine Baustelle. Ich wage zu behaupten, dass du dort wahrscheinlich jemanden zum Rekrutieren finden wirst. Hier sind die Koordinaten. Okay, ich schicke uns zur Baustelle.